«Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.» Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Montag, dem 1. Mai 2023. Du hörst die «Geek Talk Daily 1345». Heute mit den folgenden verschnupften Tagen. Äh, Themen. iMessage, Google Authenticator, Huawei, Lego, Apple, iTunes Store, Microsoft und OnePlus Pad. Ich... Starte gleich mal mit dem ersten Thema. Es ist nun endlich da. Im Februar angekündigt, dann als Beta für irgendwelche Preview-Nutzer äh, verfügbar zum Testen und jetzt für alle irgendwie. iMessage unter Windows 11 funktioniert endlich in eingeschränkter Version. Ihr wisst ja, ihr könnt SMS tippen und äh, iMessages, äh, aber keine Bilder und äh, Gruppenchats gehen auch nicht und halt so ein paar Funktionen, die da durch Apple geschützt sind mit irgendwelchen ähm, sinnvollen Verschlüsselungsgeschichten. Aber in den grundlegenden Funktionen könnt ihr iMessage nun jetzt auch unter Windows benutzen. Finde ich nicht schlecht. Konnte ich nicht ausprobieren. Faktor Zeit und Gesundheit. Aber irgendwann schaffe ich es dann. Dafür hat der Google Authentificator Probleme. Da, oder das unglaublich wichtige Instrument, um äh, Two-Factor Identification, also die zweiten, den zweiten Faktor beim Passwort hinterlegen, zu nützen, hat ein gravierendes Sicherheitsproblem. Die Daten, die da hin und her gewurbelt schwurbelt werden, sind nicht Ende zu Ende verschlüsselt ein äh, ja schelm wäre hier böses denk bei Google ich weiß warum ich den nie wirklich genutzt habe und auch nie wirklich darauf vertraut habe Google will jetzt nachreichen aber irgendwie so es hat so einen komischen nachgeschmack finde ich irgendwie ich, ich muss mal schauen wie das Tools anderer Hersteller tun. Ich hoffe, ich finde da ein bisschen was, eine Zusammenstellung, etc. Falls da jemand was kennt, welche dieser Authentifications-App das tun, richtig eben mit End-zu-End-Verschlüsselung etc., dann lass es mich doch wissen. Dann kann ich das gerne hier nachreichen und oder selber noch ein bisschen was dazu tippen. In China wird Huawei abgelöst von den Sp äh Spitzenmodellen bei faltbaren Smartphones. Bis anhin war Huawei an Platz 1 mit den besten oder meistverkauftesten, besser gesagt, Club-Smartphones. Ich habe es hier in meiner Hand, jetzt dann gleich, das Huawei P50 Pocket. Ein wunderschönes Gerät, ein geniales Teil. Ähm, und das war bis anhin an erster Stelle auch das große faltbare Smartphone. Nun soll wenn alles die Zahlen dann rausgekommen sind und die Großen gestummen haben, Oppo Huawei ablösen mit seinen beiden genau, Falt-Smartphones. Für alle Fans der ähm, Lego-Bausteine oder wie heißen die Dinger, damit ich es richtig ausdrücke und keine Klage von Lego bekomme? Irgendwas Plastikteilchen mit Nupsis da oben drauf. Genau, man kann wieder virtuell Lego spielen. Für alle, diejenigen möchtest, möchten, der Lego Bricktail. Was es genau ist, schaut in den Show Notes nach. Da wird es euch gut beschrieben. Für sechs Währungseinheiten könnt ihr da etwa zehn Stunden Zeit drin verbraten. Ich spiele lieber mit richtigem Lego. Erstmals hat Apple aktive Nutzerzahlen von App Stores in Europa genannt. Apple macht das, weil sie müssen EU-Gesetz, die Geschichte mit dem Digital Right Act oder was das genau Digital Service Act war das nicht Right Act, wo unter anderem eben ähm, Anbieter wie Meta, Google, Twitter, Apple und so weiter aufgefordert werden, da genauere Daten zu nennen für Stores, die über 100 Millionen Nutzenden haben. Die haben nämlich eine Monopolmacht. So. Definiert das Ganze zumindest die EU in diesen Geschichte und da geht es um die Monthly Active User, also um die Maus und da hat Apple Zahlen rausgegeben. Zum Beispiel beim iPhone sollen es 101 Millionen sein, beim iPad 23 Millionen. Beim äh, mac OS äh, sind es 6 Millionen und beim TV Box sind es unter einer Million. Aber auch unter einer Million sind bei den Büchern und auch bei der Apple Watch. Somit Apple sagt, sie sehen jeden einzelnen Store als ein eigenes Ökosystem, einen eigenen Store und somit würden Sie nur beim iPhone das Ganze überschreiten. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für Konsequenzen hat. Muss Apple den App Store nur fürs iPhone öffnen? Wohlgemerkt in Europa und nicht weltweit. Ich hoffe, die Schweiz gehört nach wie vor nicht zu Europa, gehören wir ja auch nicht zu diesem EU-Zeugs und dass man dann das bei uns auch nicht umsetzt. Aber wir werden es sehen. Ja, mehr dazu. Ich habe zwei Links hinterlegt auf daily.gigto.ch im Podcatcher eures Vertrauens und oder in den Show Notes zum Nachlesen. Vor zwei Tagen, besser gesagt vor drei Tagen, war es soweit. Das 20-jährige Jubiläum vom Apple iTunes Store. Mögt ihr euch noch erinnern? Damals 99 Cent musstet ihr in den Topf schmeißen, Topf von Apple logischerweise. Und konntet Lieder kaufen. Mit einem einfachen Klick. Super easy, schnell, sicher und auch legal. Das war damals eine Revolution. Denn wir waren uns gewohnt bei Lime, bei Emule, bei ach was gab es da noch, Napster etc., uns die Songs runterzuladen. Meist in horrible Qualität und äh, ja, auch sonst bescheiden, um nicht Issen zu sagen. Ähm, ja, äh, aber es hat einiges geändert. Apple hat damit ein riesen Universum gelegt oder ein riesen... Äh, Betonpfeiler für wie heißen die Dinge, ein Riesenfundament gelegt für seine zukünftigen Dienste und auch die folgenden Produkte. Am Anfang ging es nur auf dem Mac, dann kam das iPad, dann kam das iPhone, dann kam das I äh, nee, iPhone, dann das iPad so rum und so weiter und so fort. Also, bin gespannt, was sich da noch so tut in den nächsten Jahren. Die AirPods darf man da natürlich auch nicht vergessen. Dafür endet eine Ära und nämlich die der Microsoft eigenen Zubehörprodukte. Da gibt es Kopfhörer, die sind weniger verbreitet. Was sehr verbreitet ist und auch früher vor allem war, waren Mäuse und Tastaturen. Das geht jetzt alles über in eine neue Company. Neu ist sie nicht, weil, ähm, ja, einfach rübergeschoben zu Surface, der Hardware-Geschichte von Microsoft. Da machen sie auch Kopfhörer, da machen sie auch Tablets und andere Geschichten. Computer. Und da passt es sicherlich hin, auch wenn irgendwie der Brand Microsoft bei Hardware deutlich besser da steht als für andere Dinge wie zum Beispiel Windows und solche Geschichten. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Neuigkeit rund um OnePlus, dem genauer gesagt dem OnePlus Pad, angekündigt damals im, ach wann waren wir da in Zürich, ähm, im Februar irgendwann, wo sie es uns gezeigt haben, inklusive auch dem neuen Telefon und den Kopfhörern. Und das hieß ja, es kommt. Irgendwann im April. Und dann war dann irgendwann im April dann mal die Vorbestellgeschichte, die möglich war. Und jetzt hat sich herausgestellt, weltweit hat es einen großen Run gegeben auf dieses Teil. Und oder man hat einfach zu wenig produziert. Und jetzt können sie nicht alles ähm, ausliefern. Deutschland wird schon mal eingestellt oder die Möglichkeit, es käuflich zu erwerben, wird ähm, eingefroren. Man hat aber gesagt, für all diejenigen, die zwischen 10. und 24. April vorgestellt, vorbestellt haben, die sollen es bekommen, aber aktuell gibt es zukünftig keine Geräte in dem Umfang. Mal schauen, wie lange das das geht und vor allem bin ich da gespannt, ob sich da nicht dann plötzlich auch noch was mit Nokia und den ganzen Patenten auftut, obwohl die beziehen sich vor allem auf Smartphone. Aber man weiß ja nie. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Start in diesen Tag. Wenn ihr frei haben solltet, weil ja Tag der Arbeit und so weiter, dann genießt das, vor allem ihr in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, ob das die Österreicher auch haben, dieses äh, Feiern und äh, Zeugs, was da alles so gibt. Äh, genießt es oder sonst arbeitet fleißig. In dem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.